Jetzt noch weiter zum Abschluss machen. Auch ein Lied. Dann würde ich vorschlagen, dass wir schauen, dass wir gleich anfangen können, dass wir nämlich den Abend noch ein bisschen geniessen können. Es freut uns außerordentlich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Es sind jetzt also fast auf der Zuschauerseite mehr als auf der Schüler- und Schülerinnenseite. Wir hatten ganz eine tolle Projektwoche gehabt. Rund 350 Kinder, ein bisschen mehr als 40 Lehrpersonen, haben eine ganze Woche zu den unterschiedlichsten Themen, die ihr jetzt heute das Resultat habt, können bewundern, eine wirklich gute Zeit verbracht. Das ist vielleicht manchmal für Kindergartenkinder ein bisschen zu viel und zu hoch gewesen, und die sind einfach so mitgelaufen. Und die Neunteler haben vielleicht manchmal gedacht, ja, also, ein bisschen etwas mehr würde ja auch schon drin liegen, wenn wir gerade die Kleinen nicht mitnehmen müssten. Aber das, was ich gesehen habe und das, was ich gehört habe, ist einfach nur wirklich ganz cool gewesen. Und ich muss wirklich allen ein ganz grosses Kompliment machen. Wir hatten die ganze Woche eine ganz gute Stimmung gehabt. Das ist auf dem Pausenplatz, eben vom Kindergartenkind bis zu den 9. Klässler und Klässlerinnen haben da zusammen die 9. genommen, die sind zusammen zu Bern gewesen. Die Lehrpersonen haben sich fast gefragt, warum sie eigentlich auch noch mit sind, weil die haben sich nämlich einfach gegenseitig beschäftigt und geholfen. Es war wirklich ganz eine tolle Woche gewesen. Das Wetter hat natürlich ganz fest mitgeholfen und auch den Eltern gilt letztlich ein Dank, gerade die mit den kleinen Kindern, für die war es vielleicht manchmal nicht so einfach gewesen, auch Anfangswoche, wenn sie da ihre kleinen Pfüpfis an Lehrpersonen haben übergeben, die sie vielleicht noch gar nie gesehen haben, vielleicht mal den Namen gehört. Aber es hat wirklich super geklappt. Und ein grosser Dank gilt wirklich meinen Leuten, die das geschissen haben die ganze Woche. Und einen ganz grossen Applaus gilt den Kindern, die einfach eine Woche lang gut haben zusammengehalten. Darum haben sie jetzt einfach schon mal einen grossen Applaus gegeben. Jetzt wollte ich aber nicht mehr länger reden. Ich habe aber denen, die eben vorne jetzt 3-4 Stunden angestanden sind für Pommes frites und jetzt wirklich gerade auf der Zielgerade sind gesehen, versprochen, wir ziehen es noch ein bisschen in die Länge, dass es denen auch noch länger für kurz hören. Jetzt haben wir einfach noch den Abschluss von dieser Projektwoche, den Abschluss von den Darbietungen. Wir hoffen natürlich, dass ihr noch ein bisschen bleibt am Fest. Es gibt noch ein bisschen etwas zu trinken. Es gibt auch noch einen Moment Festwirtschaft, je nachdem, wie das Wetter hilft.
Von den 8 an könnt ihr in der Turnhalle unter unseren Schweizer Fähnen. Wir hoffen, dass sie doch halbwegs so ein Spiel bieten wie das letzte. Und morgen geht das Fest an das Rugby-Spiel. Übrigens, die auch noch eine Schar nach dem Monsterchor. Und morgen geht das Fest hier weiter. An den Elfen sind ja vor allem Vereine aktiv. Der Turnverein, der ein tolles Programm bietet. Die Hornusser, die dann Festwirtschaft betreiben. Hinnig ist nach dem Match auch noch ein Programm natürlich in der Turnhalle. Morgen am Abend. Da kann man Sterne nicht mehr sehen.